Hallo und grüß euch bei allen in Österreich zu einem neuen Video. Wir sind jetzt schon des Öfteren gefragt worden, welche Montagen wir eigentlich verwenden und wie wir unsere Angelknoten binden. Und da möchte ich heute beginnen mit dem ersten Knoten, und zwar mit dem Dropshot-Knoten. Viele von euch werden ihn bereits kennen. Was ist der große Vorteil? Der Haken steht 90 Grad weg von der Hauptschnur. Würde jetzt beim Dropshot-Angeln so ausschauen, du hast dort einen Haken, präsentierst seitlich deinen Köder, deinen Wurm, einen Dauwurm, einen Kunstköder, hast unten ein Gewicht, ein Blei, mit dem du es immer wieder anheben, absenken lassen, und dann geht es weiter in Richtung Rute. Und wie das funktioniert, wie man diesen Knoten bindet, das sage ich jetzt. So, und wie funktioniert das jetzt, dass mein Haken auch die 90 Grad von der Hauptschnur wegsteht? Ist auch ein Knoten, der eigentlich einfach zum Binden ist. Ihr fädelt die Hauptschnur durch das Hakenöhr durch, hoffen wir, seht es einigermaßen. Was macht ihr dann? Ihr dreht das Ganze einmal so ein. Dann schaut das so aus. Das nächste ist, ihr müsst den Haken auf die andere Seite dieser gebildeten Schlaufen bringen. Ich zeige euch das jetzt einmal so. Den Haken, den schwenkt einfach nach oben. Das schaut dann so aus. Dann nehmt ihr es, spannt es, fixiert es. Und was macht ihr jetzt? Ihr dreht den Haken einfach mehrmals durch diese entstandene Schlaufe durch. Das macht es 6-mal, 7-mal. Zum Veranschaulichen, jetzt mache ich es nur 3-4-mal, denn sonst kann ich den Knoten nicht mehr festziehen. So, wenn ihr das habt, dann macht ihr folgendes. Ich werde jetzt zum Festziehen, werde ich da kurz den Sessel verwenden. Vielleicht kann man da Mike da mal kurz herfilmen. Logisch. Da tue ich mir nämlich jetzt ein bisschen schwer, weil dieses Seil doch sehr, sehr dick ist. Yep. Ich glaube, man sieht es einigermaßen. Und dann macht ihr folgendes. Ihr zieht einfach an beide Enden an. Ihr zieht es da einfach an, bis ihr hierbei seid beim Haken. Ich hoffe, man sieht das jetzt einigermaßen. Also, das schaut dann so aus. Und was ist da jetzt passiert? Der Haken steht 90 Grad weg von der Hauptschnur. Ja, das war es auch schon wieder. Es ist nichts dabei. Probiert es ein paar Mal aus. Nach dem zweiten, dritten Mal wird euch der Knoten super gelingen. Und ihr habt einen super tollen Dropshot-Haken-Knoten. Ich hoffe, dass ich euch den Dropshot-Knoten einigermaßen verständlich zeigen habe können. Es ist generell, das Dropshot-Angeln ist eine ganz klasse Geschichte. Probiert es aus, es kann euch immer alles Mögliche drauf einsteigen, ob es ein Zander ist, ein Barsch. Es ist wirklich eine geile Anglerei. Ich wünsche euch, dass euch der Knoten so gut gelingt wie mir, und wünsche euch alles Gute. Tightlines, straffe Leinen, Petri Heil, und tschüss, Baba, pfiat euch.